Herzlich willkommen. Dies ist die Kerzenwerkstatt der Abtei Burgdinklage. Und wie viele Kerzen machen Sie hier so? Oh, zwischen 600 und 800 im Jahr. Und wie lange brauchen Sie für eine Kerze? Klar, die Größe ist entscheidend. Nehmen wir mal so eine. Diese hier 2,5 Stunden vielleicht. Zu allen Anlässen, in allen Größen. Das meiste sind Taufkerzen, die verkaufen wir im Laden. Und Jubiläumskerzen, Hochzeitskerzen, Trauerkerzen, Osterkerzen, Weihnachtskerzen. Ich stelle meine Farben selber her. Dies ist zum Beispiel ein Grün, das wird fabrikmäßig hergestellt und das kaufe ich als Folie. Das ist mir aber zu langweilig. Und dann stelle ich ein neues Grün her, aus Grün und Blau und goldenen Farbtönen. Was hier drunter ist, das Backpapier aus der Großbäckerei. Dazwischen kommen die Folienreste, dann noch ein Papier obendrauf. Und dann bügele ich das mit dem Bügeleisen mit einer leisen Temperatur. Und dann entstehen diese schönen Farbverläufe, die jedes Mal einmalig und auch immer wieder für mich überraschend sind. Den OV-Freunden wünsche ich gesegnete Adventstage. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie im vorweihnachtlichen Trubel jeweils eine kleine Insel der Stille finden.